Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Belias. Und heute möchte ich euch ein neues Digimon-Projekt von Bandai vorstellen, das offiziell auf der DigimonCon 2024 vorgestellt wurde und von der Fangemeinde scheinbar stark unterschätzt wird. Denn am 10. März in der Nacht vom Samstag auf Sonntag um 4 Uhr morgens hat die dritte DigimonCon stattgefunden. Ein Fest zur Feier des 25. Jubiläums von Digimon. Eine Zusammenfassung der gesamten DigimonCon, alle Ankündigungen und meine persönliche Meinung habe ich auch bereits als Video hochgeladen. Den Link dazu gibt es wie immer in der Videobeschreibung und den Kommentaren. Schaut euch das gerne mal an. Auch wenn noch kein neues Game oder noch kein neuer Anime angekündigt wurde, wurde etwas angekündigt, das sogar noch mehr Potenzial hat, wenn es dementsprechend von Bandai gut gepusht wird. Und zwar wurde ein Manga angekündigt, welcher den Namen Digimon Liberator trägt und als Hauptthema das aktuelle Digimon Card Game hat. Das gibt mir so eine Mischung aus Tamers Feeling und Yu-Gi-Oh! Feeling. Heute werde ich euch dazu nicht nur alle Fakten, alle bekannten Digimon-Partner und ihre bisher bekannten Digitationen vorstellen, sondern auch erzählen, wieso dieser Manga das größte Potenzial hat, das Digimon bisher überhaupt hatte. Das Digimon Card Game ist ein verdammt großes Thema, das wie eine Bombe eingeschlagen ist und weitergehend erfolgreich ist. Man könnte sogar behaupten, dass das aktuelle Card Game die ganze Franchise auf seinem Rücken trägt und von allen Bereichen am allerbesten abschneidet. Es wird eine Boosterreihe nach der anderen abgeliefert und jedes Mal gibt es Karten mit phänomenalen Artworks, super seltenen und exotischen Digimon, die sofort ins Card Game eingebaut werden, seien es nun die Ex-Antikörper oder ganz, ganz neue, die erst kürzlich entworfen worden sind. Ähnlich wie es bei Yu-Gi-Oh! Am Anfang der Fall war, dass der Anime das Card Game getragen hat und umgekehrt, so könnte es diesmal auch mit Digimon Liberator laufen. Dieser Manga sieht jetzt schon qualitativ besser aus als alles, was Bandai die letzten Jahre von Digimon so rausgebracht hat. Wir wissen noch nicht allzu viel über die Geschichte des Mangas, wissen aber, dass es in der Zukunft spielt und grob darum geht, dass man dort das aktuelle Digimon Card Game über Online-Simulatoren gegeneinander spielt. Da stellt sich mir die Frage, Bandai, wo bleibt unser Online-Simulator vom Digimon Card Game? Take my money! Doch dann wird wohl alles etwas ernster. Die Digimon sind, so wie schon oft, eben echt. Und die Protagonisten können ihre Digimon-Partner mithilfe von Karten heraufbeschwören, wie es scheint. Jetzt schauen wir uns mal die Hauptcharaktere und die Digimon-Partner genauer an und ich bin schon selbst extrem gespannt. Da hätten wir zunächst den Hauptcharakter Kazama Shoto mit seinem Partner Terumon, welcher einen kleinen grünen prähistorischen Vogel darstellt, also einen Urzeitvogel. Ich muss wirklich sagen, dass das Charakterdesign schon qualitativ mit denen von herkömmlichen Mainstream-Animes mithalten kann. Auch der Digimon-Partner ist sehr kreativ und untypisch für einen Digimon-Hauptcharakter. Ich mag auch dieses ganze prähistorische Thema sehr. Das ist auch der Grund, wieso ich so große Hoffnung in diesen Manga setze. Wenn Bandai das, was ihnen da gegeben ist, ordentlich vermarktet, so wie es beim Kartenspiel selbst auch schon bereits der Fall ist, dann könnte das ein voller Erfolg werden. Zu beiden gibt es auch bereits Digimon-Karten. Es wird da also nicht lange auf sich warten gelassen. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr jetzt wegschauen, denn ich zeige euch jetzt alle bisher bekannten Digitationsstufen von Terumon. Ich blende euch eine Zeit ein, so dass ihr hinspringen könnt, wenn ihr den Spoiler gänzlich überspringen wollt. Sein Partner beginnt auf dem Baby-Level als Yolkmon, ein kleines aufgeschlagenes Spiegelei mit Eikappe. Mal ein ganz anderes Design für ein Baby. Ich glaube, sowas hatten wir bisher noch gar nicht in der Form. Digitiert Yolkmon wird es zu Fluffymon auf dem Ausbildungslevel. Ein kleines, rundes Küken-Digimon, das seinen prähistorischen Look jetzt etwas deutlicher macht. Auf dem Rookie-Level wird es dann zu Terumon, welches wir ja bereits gesehen haben. Hier finde ich tatsächlich spannend, dass Terumon lore-technisch über das Windelement verfügt. Ich finde es sehr gut, wenn ein Hauptcharakter von Digimon über einen Partner verfügt, welches nicht dem Element Feuer zugewiesen ist. Auf dem Champion-Level wird Terumon dann zu Galemon. Jetzt kann man die prähistorischen Züge vollständig erkennen und ich muss schon sagen, das Design gefällt mir extrem. Das könnte zu einem meiner Lieblings-Champion-Digimon werden. Auch hier gibt es mal wieder bereits eine phänomenale Karte dazu. Ein bisschen wünsche ich mir jetzt, dass dieses Digimon bereits ins nächste Digimon-Story-Game mit eingebaut wird. Das Ultra-Level wird interessant. Da wird Galemon nämlich zu Grand Galemon, welches wie eine abgewandelte und wirklich stark aufgebesserte Version von Garudamon aussieht.
Dieses Design feiere ich auch noch sehr, denn ich war schon immer ein großer Fan von Garudamon. Interessant ist hier, dass es laut offizieller Lore zu den Vortex Warriors gehört, also ein Mitglied dieser Gruppierung ist, die von Medieval Dukemon angeführt wird. Diese Gruppierung ist hauptsächlich in Wichelny vertreten. Ob wir jetzt etwas mehr zu Wichelny, der Heimatwelt von Wizardmon, bekommen, das würde ich wirklich sehr cool finden, da bin ich mal sehr gespannt. Und das Mega-Level wäre hier dann Sephagamon, ein Held der Vortex Warriors in Form eines Ritters mit zwei Schwertern. Das Design gefällt mir zwar extrem, aber ein kleines bisschen habe ich gehofft, dass wir hier ein mehr bestialischeres, animalischeres Mega-Level bekommen. Welche Art Digimon feiert ihr eigentlich mehr? Menschenähnliche, aufrechtgehende oder mehr die animalischeren? Vielleicht sogar Maschinen? Schreibt sie mir mal in die Kommentare, ich würde gerne mal vergleichen, was die Fans so am meisten mögen. Damit hätten wir dann den Digitationsweg des Hauptpartner-Digimon von Liberators. Wenigstens ist dieses Mal das Windelement in Form eines Vogels vertreten und das finde ich sehr gut. Als nächstes wurde uns auch noch ein Charakter namens Kinosaki Arisa vorgestellt, mit ihrem Partner Shumon. Ebenfalls ein völlig neu erschaffenes Digimon, welches einfach eine Puppe in einem Schuh ist. Ich habe schon gehört, dass viele dieses Design feiern, aber meins ist es leider gar nicht. Auch hier haben wir wieder ein paar Digitationen, die ich euch direkt mal zeigen möchte. Also meine Freunde, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, springt einfach zu der Minutenanzahl, die ich hier einblende. Ihr wurdet gewarnt. Shumon digitiert auf dem Champion-Level zu... Shushumon? Ja, das ist ein echter Digimon-Name, das habe ich nicht erfunden. Jetzt ist es eine Art Eichhörnchen auf Rollschuhen. Sieht ganz gut aus, aber mein persönlicher Fall ist es immer noch nicht. Cool ist natürlich, dass es hierzu direkt wieder Karten aus dem neuen Digimon Card Game gibt. Digitiert Shushumon dann aufs Ultra-Level, wird es zu Chaperomon, welches eine Anspielung auf Rotkäppchen zu sein scheint und unfassbar creepy aussieht. Passend zu einem Puppen-Digimon. In diesem Fall scheint es aber eine Hardcore-Version von Rotkäppchen zu sein, denn laut offizieller Lore jagt es Fangmon und andere Wolfs-Digimon, um letztendlich aus ihren Daten Schuhe anzufertigen, welches es dann selbst trägt. Das ist auf jeden Fall Next Level. Digitiert Chaperomon dann aufs Mega-Level, wird es zu Sandrillmon, welches eindeutig eine Anspielung auf Cinderella sein soll und meiner Meinung nach aufgrund des Helms etwas Angemon-Feeling ausstrahlt. Interessant hierbei ist, dass die Formen von Arisas Partner Digimon auf Märchen basieren. Die Idee dahinter gefällt mir sehr. Des Weiteren wurden noch drei weitere Charaktere mit jeweiligen Namen vorgestellt. Hier hätten wir Owen Dreadnought, welcher wohl im Kapitel 0 des Mangas vorkommen wird, sowie Zenith, welcher ebenfalls in Kapitel 0 vorkommen soll. Letzterer soll tatsächlich ein Bemmon als Partner-Digimon haben. Ja, ihr habt richtig gehört, Bemmon, das überaus seltene Digimon, das damals als Antagonist in Digimon World 2003 vorkam und nur dafür erschaffen wurde. Ein Mädchen namens Yuki wurde auch bereits gezeigt. Zu dieser wissen wir aber noch nichts so Wirkliches. Insgesamt feiere ich die Charakterdesigns extrem. Das könnte tatsächlich die Zukunft von Digimon sein, zumindest von der Qualität her. Das waren zwar bisher alle Charaktere, die namentlich und mit bestätigtem Partner vorgestellt wurden, wir können dem Trailer aber noch extrem viel mehr entnehmen. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin extrem gehypt, alleine wenn ich diesen Trailer sehe und die verschiedenen Charaktere, ihre Partner und deren Digitationsmöglichkeiten bedenke. Irgendwie macht mir das Ganze mit Liberator sogar Bock, das Card Game weiterzuspielen. Schauen wir uns mal an, was uns so im Trailer noch zusätzliches an Inhalte gezeigt wird, die wir noch nicht hier aufgelistet haben. Wir sehen jetzt hier einen Charakter in einem Power Rangers-mäßigem Outfit und neben ihm steht tatsächlich ein Blukomon. Eines meiner absoluten Lieblings-Digimon, welches zu Hex-Blaumon werden kann. Endlich wird dieses Digimon mehr ins Rampenlicht gebracht. Derselbe Charakter benutzt aber in der nächsten Szene ein Yuki-Agumon. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass jeder Charakter über mehrere Digimon verfügt. Würde auf jeden Fall zum Card-Game passen. Der Protagonist wird ja auch mit Muchomon, dem roten Penguinmon, gezeigt. Das unterstützt die These auf jeden Fall, dass jeder über mehrere Side-Digimon verfügt quasi, neben dem Hauptpartner. Jetzt werden verschiedene Charaktere und ihre Partner gezeigt. Da hätten wir Shoto mit Teromon, Arisa mit Shumon und als nächstes wird Owen gezeigt, mit einem neuen Digimon als Partner, das noch verpixelt dargestellt wird. Wonach sieht dieses Digimon eurer Meinung nach aus? Ich bin mal gespannt, wann das ganz gezeigt wird. Dann wird Zenith mit Bemmon aus Digimon World 2003 gezeigt.
Das ist also tatsächlich sein Partner-Digimon. Als nächstes wird ein Mädchen mit langen weißen Haaren und einem San-Arisamon gezeigt. Oh mein Gott, ich liebe dieses Digimon. Ich bin so gespannt, zu was es werden könnte. Und dann als nächstes wird ein blondes Mädchen in einem Gothic-mäßigen Kleid gezeigt mit einem Ghostmon. Davon haben wir tatsächlich erst einen Digitationsweg als Video gebracht. Ich feiere dieses Digimon sehr. Dann ein seltsamer Typ mit Sonnenbrille, welcher Omegamon, das Fake Omegamon, als Partner hat. Das Digimon ist übrigens ein Puppen-Digimon, das gerne so mächtig wie Omegamon wäre. Das habe ich auch in meinem Omegamon-Spezies-Video vorgestellt. Und zu guter Letzt ein Mädchen mit Brille, die mir so Wissenschaftler-Vibes gibt und über einen Sangomon verfügt, das kleine Korallen-Digimon. Dazu möchte ich auch unbedingt mehr sehen. Ich hoffe so sehr, dass es zu Regalekusmon wird am Ende. Der Manga Digimon Liberator startet am 25. April und wird online anschaubar sein. Wenn es soweit ist, werde ich euch auf jeden Fall von der Story hier auf YouTube auf Deutsch erzählen, damit ihr alles mitbekommen könnt. Ich hoffe, ihr seid so gehypt wie ich. Jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich vielleicht ein Theorievideo machen soll, wo wir spekulieren, welche Digitationswege die gezeigten Partner-Digimon einschlagen könnten. Darauf hätte ich richtig Bock. Ich hoffe einfach insgesamt, dass Bandai weiß, was sie da tun und aus Digimon Liberators ein großes Ding machen. Digimon Liberator hat nämlich großes Potenzial, alleine von der Qualität von den Dingen, die wir bereits gezeigt bekamen. Wenn sie es richtig anstellen, könnten sie die Yu-Gi-Oh!-Route gehen, wo aus einem Manga, der von einem Card-Game begleitet wird, ein richtiger Anime wird, bis hin zu extra Merchandise. Das Ganze könnte sogar noch über Digimon Story das Flaggschiff der Franchise werden. Ich könnte mir sogar ein Game vorstellen, das hauptsächlich ums Digimon Card Game geht. Aber mit diesen Charakteren und der Story. Ähnlich wie die Yu-Gi-Oh! Tag Force Games. Solche Feelings gibt mir das hier. Der Trailer hat alles vollkommen richtig gemacht. Genauso bekomme ich Bock auf mehr und möchte auf jeden Fall, dass Digimon Liberators Erfolg hat. Ein großes Dankeschön auch nochmal an die Sponsoren dieses Videos, die mit ihrer YouTube-Mitgliedschaft mich unterstützen. Und ein besonders großes und persönliches Dankeschön möchte ich auch nochmal an die Gold-Mitglieder richten. Dankeschön an TCC Doggy, Arise Bardock, Okami, CS, Likate, Sobik, Kelseki, Sergey, Minigrank, Daniel LP, Rexillian, Jarek, Imperial Sky, Stefan, Zero ATH, Christoph, Florian und P-Flash 7. So, meine Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, ich bin euer Belias. Bis dahin, ciao, ciao.